Guten Morgen. Wir haben heute den 5.12.2015. Wir sind hier in der Dominikanischen Republik dieses Mal. In der Anlage Catalonia Grand Dominicus. Wie immer gehen wir einmal komplett die Anlage durch. Vorne am Eingangsbereich ist gleich ein Bankautomat und ein kleiner Shop. Aber in der Anlage selbst befinden sich noch mehrere Shops. Das gucken wir uns jetzt alles mal an. Die Anlage ist relativ groß, aber sehr übersichtlich gebaut. Also man findet sich hier relativ schnell gleich zurecht. Hier vorne ist gleich das Hauptgebäude, Rezeption. Im oberen Bereich befinden sich auch die Honeymoon-Suiten. Wir machen das diesmal ein wenig anders. Wir gehen jetzt hier nicht bei der Rezeption rein, sondern gehen gleich mal links entlang, weil dort befinden sich die Tennisplätze, Fußballplätze etc. Wir gehen dann anschließend nochmal bei der Rezeption rein. Hier angekommen, Tennisplatz, Basketballplatz. Hola. Drüben befindet sich dann das Bogenschießen. Man hat hier dann auch einen Billardtisch, Tischtennisplatte, alles überdacht. Hier geht es dann zum Fitnessraum. Erstmal zu dem Fitnessbereich. Hier links im Ecke sind dann auch gleich noch Toiletten. Wie gesagt, alles hier vorgelagert beim Hauptgebäude. Und jetzt gehen wir den Hauptweg entlang von der Rezeption direkt runter. Rezeption. Alles offen. Weihnachtsbaum aus 2000 leeren Flaschen. Zigarettenautomat. Und hier befinden sich auch die Informationen zu den Rückflügen. Rezeption. Hola. Hola. Gut. Wechselstube. Pass bitte mitnehmen. Hier oben ist auch Free Wifi, allerdings Streaming Limited. Also man kann Glück haben, wenn man mal reinkommt. Was auch sehr schön ist hier, alles mit Rollstuhlrampen. Und das auf der gesamten Anlage. Jetzt gehen wir den Hauptgang entlang. Richtung Strand. Oh.
auch von der Gartenanlage sehr schön. Unterschieden werden die Zimmer hier in Anführungszeichen Bretterklasse. Das haben wir gebucht. Und dann gibt es die Möglichkeit zum Upgraden auf Privileged, wo natürlich die Zimmerausstattung eine etwas andere ist. Gut, man muss Prioritäten setzen. Das Zimmer kriegt definitiv von uns keine sehr gute Bewertung. Warum, das werden wir euch dann noch zeigen. Die Anlage als solches ist sehr schön. Auch der Strandbereich, den ihr gleich sehen werdet. Man kann natürlich sich entscheiden, Privilege zu machen. Man hat da mehrere Vorteile. Zum einen andere Zimmer, andere Räume. Essensmöglichkeiten direkt am Strand. Separés in den Buffet-Restaurants. Das sind so die größten Unterschiede. Oh, hier vorne waren wir untergebracht. Unser zweiter Stuhl, mächtig stolz drauf. Hat über eine Woche gedauert, bis wir den gekriegt haben. War eine Reparatur. Schreiner hatte Urlaub. Ist klar. Hier vorne sind dann schon mal die Gebäude von den Privileged oder Exclusive. Sieht man schon, wir haben ganz einfache Schlüssel. Bei den Türen vom Privileged ist natürlich alles mit Keycard. Wo gehen wir lang? Was wollt ihr als nächstes sehen? Rechts geht's zum Hauptrestaurant, links geht's zum Shop. Ich würde sagen, Frühstückszeit ist noch. Wir gehen mal rechts zum Hauptrestaurant gucken. Und das liegt dort. Letzte Woche war die Bar hier noch eröffnet. Die hat jetzt geschlossen. Dafür hat die große Bar dort aufgemacht. Seitdem die Bar dort ist, gibt es auch Probleme im Servicebereich. Also abends kriegt man überhaupt keinen Platz mehr da. Und der Service hat leider in der zweiten Woche auch im Hauptrestaurant ein bisschen nachgelassen. Auch hier wieder Rollstuhl geeignet. Animationsprogramm. Das Essen war super. Also große Auswahl. Wer da nichts findet, findet nirgends sowas. Morgens Omelette Station hier. Unterteilt. Jetzt klopfe. In der Mitte ist dann das Buffet. Das gucken wir jetzt uns auch noch mal schnell an. Thank you.
Frisch gepresste Säfte gibt's hier jeden Morgen. Super lecker. So, jetzt muss ich aber raus, sonst kriege ich gleich wieder Hunger. Seht ihr auch gleich den Poolbereich. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Gebäude ist der Photoshop. Hier rennen permanent Fotografen mit der Kamera rum und schießen ganz spontan einfach Fotos. Man kann sich dann die Fotos auswählen. Ende des Urlaubs kann man die bestellen. Kostenpunkt liegt so bei 50, 60 Dollar, je nachdem wie viel man haben will. Sehr spontane Fotos. Foto in der Größe 20x30, ja, 15x20 in dem Dreh, liegt bei 20 Dollar Stück. Kann man machen, muss man nicht machen. So, an der Bar vorbei kommen wir dann zu den Shops. Da ist auch Dr. Fisch noch oben. Die Shops im Verhältnis zu den Preisen in Domenicus haben uns wirklich erstaunt. Kostet hier ungefähr alles nur ein Drittel von dem, was in Domenicus verlangt wird, selbst bei harten Verhandlungen. Also hier kriegt man eigentlich in jedem Shop alles, was man braucht. Über den Shop sind wieder Privileged Apartments. Hier gibt es einen Minimarket, wo man auch Medikamente kriegt. Souvenirs. Hola. Kinderklamotten. Das ist hier dann der Spa-Bereich. Haben wir nicht getestet. Dann sind wir auch schon gleich hier bei der Arena. Das ist jetzt der Nebeneingang, wo abends die Shops sind. Auch hier wieder Rollstuhl geeignet. Jetzt gehen wir Richtung Pool. Mal kurz zwischendurch. Hier ist jetzt Dr. Spa. Viertelstunde, 15 US-Dollar. Wenn ihr nach Domenicus geht, zahlt ihr 7 Dollar für 20 Minuten. Ist genau derselbe Shop. Und am Strand lang geht da circa 10 Minuten, Viertelstunde nach Domenicus. Überhaupt kein Problem. Jeden Tag bin ich bei Facebook drin. Ich poste mein ganzes Leben dorthin. Jeder sieht, was ich gerade mache und wo ich bin. Log dich ein und drück auf.
gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir.